Moin Leute, was geht? Ja, willkommen zur Review von Fühlen sich manchmal ausgebrannt und leer. Ja, der ist ja erschienen beim Farbfilmverleih und ich durfte mir den vorher weg angucken oder so gesehen nach. Ich habe halt einen Screener bekommen und mal gucken, wie er mir gefallen hat. Ja, am 8. März ist ja im Kino halt dieser deutsche Independent-Film gelaufen. Fühlen sich manchmal ausgebrannt und leer. Was soll man sagen? Manchmal sind das ja so Filme, wo man ganz ehrlich sagt, wenn ich es auch wirklich jetzt ganz hart ehrlich sage, gerade der deutsche Film ist sowieso sehr schwierig. Es gibt so Filme, wo man sagt, die sind scheiße, aber man kann nicht abschalten. In diesem Fall ist das so, dieses bunte Independent-Trash-Ding halt hier. Alter Schwede, habe ich manchmal nur gedacht, was ist denn das für ein Film? Ja, also, das ist auf jeden Fall ein deutscher Film, FSK 12, wurde halt von Lola Randl, ist die Regisseurin, verfilmt, ist auch Drehbuchautorin, und Julina Beckmann spielt die Luisa. Luisa ist dann halt so irgendwann mit ihrem Leben überfordert, weil sie fängt ja halt, sie hat einen Ehemann, das ist Charlie Hübner, und sie fängt halt mit ihr Leopold eine Liebschaft an. Also, das ist hier Liebhaber und das wird irgendwann zu viel, dass sie sich das spaltet. So, und dann wird sie die Anne. Also, dann könnt ihr mal überlegen, was für ein kranker Krams das überhaupt ist. Aber man muss da gar nicht sagen, der Film ist einfach ein Ding, wo ich ganz ehrlich sagen muss, will der Kunst sein oder was will der sein? Für mich habe ich manchmal nur gedacht, alter Schwede, ist der scheiße, dass man sich den wieder angucken muss, weil der so stumpf ist manchmal. Alleine schon so diese künstlerischen Parts mit diesen Vasen da in der Mitte, da habe ich nur gedacht, was ist denn das? Was will mir der Film erklären? Also ich finde so, die Story ist ziemlich flach. Es dreht sich eigentlich nur um dieses Leben halt, dass man sowas ja nicht machen sollte. Dass der Mensch überfordert ist in so einer Sache, wenn man das macht. Und ja, mehr dreht sich jetzt eigentlich gar nicht. Und einmal manchmal ist er echt schon derbs, wo man sagt, oha, was hat sie denn da geritten? Als Beispiel mal eben so, ich spritze dir ins Gesicht. Wo ich gedacht habe, was ist das denn? Was ist denn das? Ja, das kann nur vom deutschen Film eigentlich kommen, wo ich mir das fast gedacht hatte. Das ist das Problem immer bei deutschem Film. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht so mein Film sein wird. Ich habe gedacht, ich gebe dir mal eine Chance. Das Problem mit diesem Independent-Film, das werde ich immer noch mal in ein Special jetzt in nächster Woche mal aufrollen. Weil das ist manchmal so ein bisschen diese Überbewertung. Ich habe nämlich gerade nochmal geguckt, der wurde ziemlich hoch bewertet. Und ich bin da halt einfach sehr kritisch und muss ganz ehrlich sagen, warum haben die Filmkritiker, so wie ich oder so, haben die Angst, das nicht mehr zu bekommen oder warum? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne es den Filmmachern, wenn sie natürlich gefeiert werden, dass sie auch ein Publikum haben. Aber ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wäre gequälte Scheiße. Also ich habe mich echt zusammengerissen und habe mir den angeguckt. Manchmal war das echt so ein poppiges Farbending, irgendwie vor einer Greenscreen-Leinwand, was da halt manchmal ablief. Sie dann da irgendwie da drinnen, irgendwie so schon eine spacige Story. Die Story war einfach mega flach und so weiter. Und ja, schauspielerisch kann man das überhaupt irgendwie im Deutschen fast nie richtig gut bewerten. Also ihr merkt schon, ich bin nicht so richtig begeistert von dem Film und muss auch ganz ehrlich sagen, ich tue mich richtig schwer, den zu bewerten, weil das kann man eigentlich gar nicht bewerten. Wenn ihr euch den angucken wollt, guckt euch den gerne an, macht eure eigene Meinung darüber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt ein creepy Independent-Film. Das weiß ich auch nicht mal, ob das ein Drama ist oder keine Ahnung, das kann man schwer einschätzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich bin baff. Ich bin echt baff, immer noch. Was das für ein Film war. Ja, vom Bild, ja, wie gesagt, sehr poppig und so weiter. Ich habe ja einen Streaming-Link vorbekommen. Danke nochmal an Farbfilmverleih. Ihr könnt ja nichts dafür. Ich gönne euch das auch allen, wie gesagt. Nur ist meine herrliche Meinung und dafür stehen ja auch Bewertungen da halt. Ein Film zu bewerten und ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich vielleicht am Bild oder so oder halt an der abgespaceden Story, wo ich manchmal ein bisschen lachen musste, weil es eher war, was ist das überhaupt für ein Film, wie gesagt. Ja, und mehr kann ich gar nicht sagen. Eigentlich einzige coole war, fand ich immer noch Benno Fürmann, da in seiner Yoga-Pose und weiß ich was, eine Art. Alter Schwede, das muss man echt mal verdauen, was da abging. Aber sonst Sound, Ton ganz gut und so weiter. Bild war auch nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war nix, muss man ganz ehrlich sagen. Es war, wo ich sagen muss, noch schlechter als Good Time, noch schlechter als The Florida Project, was ich gesehen habe. Und ja, muss ich auch ganz hart bleiben und muss sagen, Leute, bleibt hart und denkt nicht, Dennis, der ist jetzt so heftig hart und kritisiert das jetzt.
ehrlich eine 2 von 10. Das tut mir leid, ist jetzt aber so. Und mehr kann man da einfach nicht zu sagen. Ja, werdet ihr euch den angucken? Seid ihr Independent-Liebhaber? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich mag Filme, ich lasse auch meinen Horizont erweitern, das wisst ihr ja auch. Ich habe auch schon mal andere Filme gesehen, die ich wirklich gut fand. Und das muss man ganz ehrlich sagen. In letzter Zeit finde ich immer, dass solche Independent-Filme zu überhyped sind. Nur weil sie einen Oscar bekommen und so weiter, wollen sie da irgendwie die Leute, die anderen, meine Filmkollegen und so weiter, die wollen dann halt dastehen. Ah, nee, der hat das nicht so schlecht bewertet und so weiter. Egal, ich gebe vielleicht auch jetzt Diskussionsstoff. Macht das mal, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Wenn nicht, dann gebt ein Dislike und lasst ein Abo gerne da. Vergesst nicht das Gewinnspiel und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!